Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und habe für euch nach langer Zeit mal wieder ein Advanced Gameplay Zuggefechte dabei. Ich bin unterwegs mit Tom, mit Sanjo, wir beide unterwegs im Objekt 140 auf der Map Steppen und wo immer es uns gelingt, entscheidenden Beitrag zu erreichen, habe ich ja seinerzeit gesagt, mache ich ein Video draus. Auch hier an dieser Stelle möchte ich euch das Video nicht vorenthalten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir auf Steppen gegen drei Artis noch kämpfen mussten und wir im Gegnerteam 1, 2, 3, 4 10er Mediums haben, in unserem Team 3 10er Mediums, also das ist ein recht ausgeglichenes Setup, wenn ich das mal so sagen darf, im Gegnerteam ein Typ 5 schwer als 10er Heavy, ansonsten noch ein weiterer Heavy mit einem IS-3, wir selber haben nur einen Heavy, einen M103, also von daher ist es doch ein recht harter Medium-Kampf hier gepaart mit auf unserer Seite extrem vielen TDs. Das ist ja immer so eine Sache. Ich mag das nicht so sehr, wenn in meinem Team so viele TDs sind. Ich kämpfe lieber gegen TDs. Im Gegnerteam dafür umso mehr Mediums. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mediums. In unserem Team nur 4. Ihr kennt ja meine favorisierte Position hier über diesen Bereich. Nur wenn wir hier gewinnen wollen gegen eine Übermacht in Mediums, dann muss schon einiges her an Treffern, an getöteten Fahrzeugen. Und vielleicht sollte uns die Arti auch bei dem einen oder anderen Panzer behilflich sein. Die TDs stellen sich ja meistens hier auf dieser Linie auf und sind deswegen häufig genug keine große Hilfe. Mal schauen, wie das in diesem Gefecht gelaufen ist. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach mal auf uns zukommen und schauen, wie wir da rangegangen sind. Es ist halt immer so eine Sache, wenn man weiß, dass man in der krassen Medium-Unterlegenheit ist, trotzdem auf die vermeintliche Medium-Flanke zu fahren. Ich habe ja seinerzeit auch im Kartenkunde-Video angesprochen, dass möglichst viele Panzer auf diese Flanke ganz im Osten fahren sollten, weil da das Gefecht entschieden wird. Wie das aussehen kann, das schauen wir uns jetzt mal an. M103 fährt natürlich direkt in die andere Richtung. Der TVP kommt mit uns mit. Ich schaue noch mal kurz rum, was hier noch so. Centurion 7-1, also alle Mediums zumindest. Die TDs machen genau das, was man von den TDs erwarten kann. Die TDs stellen sich erstmal in die Mitte und hoffen auf Spots durch unseren 1390 und den T71. Also bis auf die Mediums keinerlei Unterstützung hier auf dieser Seite. Und hier muss man dann natürlich extrem vorsichtig sein, dass man sich hier nicht overcommittet. Das heißt, dass man nicht hier plötzlich Gefahr läuft, auf alle Mediums zu stoßen. Wir haben den E50M schon gespottet. E50M ist genau dahin gefahren, wo wir mit ihm rechnen. Er ist direkt runtergefahren, das ist eher untypisch. Tom mit dem Objekt 140 auch direkt runtergefahren, zusammen mit dem Centurion 7-1. Und ich habe zu Tom gesagt, alles klar, ich werde dann gleich dazu stoßen. Ist natürlich eine Hochrisikogeschichte, gegen so viele Mediums an der Stelle zu kämpfen. Ich habe dann noch den E50 gespottet, den T62 Alpha, TVP 55. Den TVP T50-51, AMX-30, also alles, was Rang und Namen hat bei den gegnerischen Mediums hier auf unserer Position. Dazu noch die drei Artis, das kann natürlich böse, böse wehtun. Objekt 907 pusht schon durch, E50M dahinter, wie gesagt, zusammen mit dem TVP. Ernstzunehmende Gegner, auch der T62 Alpha, alles jetzt hier im Bereich. Unser Arti hat Gott sei Dank einen schönen Treffer auf den E50 gebracht, E50M. So, es wird jetzt hier auf ein Shootout hinauslaufen und hier gilt, wer besser schießt, der wird das Ganze auch überleben. Ich habe direkt als zweiten Schuss hier Heat reingeladen, weil man sich jetzt in so einer krassen Unterlegenheitssituation einfach nicht leisten kann, auch nur einen Schuss daneben zu setzen. Hoffentlich trifft der TVP sein Magazin, macht zumindest zwei super Schüsse hier. E50M jetzt schon extrem runtergeschossen, der E50 pusht jetzt hier auch rein, kriegt direkt zwei Treffer von Tom und mir, auch der TVP hat nochmal penetriert, kann jetzt in den Reload gehen. Wir werden schon oben vom Objekt 907 flankiert, wir müssen jetzt so schnell, es war wichtig, dass der E50M hier ganz schnell verschwindet, auch der E50 sollte jetzt extrem schnell verschwinden, der spielt es natürlich super scheiße, uns hier so die Unterwanne zu präsentieren, das nehmen wir natürlich dankbar mit. Tom und ich können jetzt hier auch den E50 rausnehmen, AMX-30 jetzt direkt dahinter, auch der mit seinem Stockturm kein Problem für die Heat-Munition vom Objekt 140. Da geht der nächste direkt durch. 1390 unterstützt uns jetzt hier hervorragend. Kommt zur richtigen Zeit. Leider ist er jetzt hier an der Stelle ein bisschen zu selbstbewusst gegen den T62 Alpha. Gucken wir, ob er das vielleicht überleben kann. T62 Alpha versucht sich jetzt zurückzuziehen. Nimmt hier aber noch den 1390 raus. Ist jetzt hier an der Stelle von Tom getrackt worden. Wir können beide entscheidend Schaden machen.
Hier an der Stelle jetzt von mir der Fail, dass ich ihn nicht getrackt habe. T62 Alpha jetzt auch raus. Vielleicht kriegen wir jetzt hier das 907 noch raus. Und 907 auch raus. Steht 5-4 für uns. Und wir haben fast alle Mediums im Gegnerteam vernichtet. T62 Alpha, E50M, Objekt 907, AMX-30, E50. Der einzige, der jetzt hier noch weggekommen ist, ist der TVP. Ich kann jetzt an der Stelle wieder auf APCR laden. Und jetzt kommt ehrlich gesagt gleich meine Lieblingsstelle in diesem Replay. Der ein oder andere mag es schon ahnen, was jetzt gleich passiert. Ist die ganze Klickerbande. Und was gibt's Schöneres in dem Spiel als flüchtende Klicker, die man auf der Farm einfach nur abserviert, abfarmt wie die letzten Bots. Genau das ist das, was World of Tanks hin und wieder so emotional schön macht, wenn man die Klicker dafür bestrafen kann, dass sie in Klickern sitzen und sie hier in einer Pendelschnur versuchen, die Flucht zu ergreifen. Leider die M40. Kommt sie davon? Können wir noch einen Schuss auf die M40 anbringen? Die beiden dicken Artis haben wir auf jeden Fall rausgenommen. M40 auch noch einen mitgegeben, aber die M40 schafft es hier unspotted zu gehen und noch wegzukommen als One-Shot. Er steht 7-5, zwei Artis konnten wir rausnehmen, also wie gesagt, Klicker auf der Flucht sind die besten Klicker. Jetzt hier ein schöner Trackshot auf den T28 Prototyp. Und da verschwindet der nächste Panzer, er steht 8-5 für uns. Sowohl Tom und ich sind noch am Leben, ich habe ein bisschen mehr AP, Tom nur noch 91. Aber das soll uns nicht daran hindern, hier noch weiter Schaden auszuteilen. IS-3 auf der Flucht, IS-3 brennt, IS-3 vernichtet. 9-5. Ah, wo ist der Klicker? TVP muss hier auch noch irgendwo im Bereich sein. Die Gegner haben verkürzt, 10-6. Gegner noch unterwegs mit zwei Lights, T49 und Bulldog. Zusätzlich noch im TVP und einem T44. Und die Arti, die wir nicht vernichten konnten, Herr Anton in seiner Arti. Na, da ist er. Vielleicht kann ihn jetzt jemand rausnehmen. Unser Scorpion übernimmt das Geschäft und hat hier dafür gesorgt, dass jetzt auch der letzte Klicker weg ist. 11-7 steht's. T44 muss hier noch irgendwo sein. TVP war auch zuletzt hier in dem Bereich gespottet. Mal schauen. Wir haben mittlerweile schon 9 Kills im Platoon. Da ist der TVP. Erstmal nehmen wir hier den Kill noch mit, zack, und rammen vielleicht, rammen auf den TVP. Können wir den TVP jetzt hier auch noch mit wegmachen? TVP hat scheinbar verschossen, ne, er bounced. Und da war es das jetzt auch mit dem TVP. Das war der 7. Kill, vielleicht geht noch mehr. Der Bulldog da hinten, auch der wäre natürlich jetzt schmackhaft. Ein Kill trennt uns noch vom entscheidenden Beitrag, komm, mach ihn jetzt sicher. Und da ist das Match entschieden. 15-7. 12 Kills, meine Wenigkeit, 8 Kills. Sanyo, 4 Kills. Zusammen 12 Kills. Entscheidender Beitrag. Und ich denke, wir haben alles dafür getan, um das Team hier zum Sieg zu verhelfen. Gerade auf der Medium-Flanke, wo wir einen 10er Medium nach dem anderen rausgenommen haben. Gar nicht so schlechte Spieler dabei, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. T62 Alpha zum Beispiel vom Clan Pigeo, die jetzt auch in der Kampagne nicht sonderlich schlecht sind und da sehr, sehr weit vorne unter den Top 20 sind. Also nicht, dass mir jetzt jemand unterstellt, wir hätten hier Bots abgefarmt. Auch der E50 von R2K, auch ein relativ erfahrener Clan Wars Clan. Also von daher, ich würde sagen, wir schauen kurz auf die Postgame-Stats. Und ihr habt wieder mal gesehen, wie wichtig das ist, diese Flanke hier zu gewinnen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Gerade bei der extremen Medium-Überlegenheit der Gegner haben wir hier im Verbund mit dem 1390, mit der Arti dafür gesorgt, dass wir dieses Gefecht hier entscheiden konnten. Und auch der TVP hat seinen Teil dazu beigetragen. Ich würde sagen, wie gesagt, schauen wir kurz auf die Postgame-Stats. Ja, das Ganze ist dann am Ende ein Panzerass geworden. Radley Walter Medaille für die 8 Kills. Die Medaille, die man im Zug immer erreichen möchte, die man aber jetzt nicht so häufig hinterhergeworfen bekommt. Crucial Contribution oder auch entscheidender Beitrag für mindestens 12 Kills im Platoon zusammen. Wir haben Brothers in Arms, Waffenbrüder bekommen, weil wir beide überlebt haben und beide mindestens 3 Kills gemacht haben. Großkaliber und Top Gun. Top Gun kriegt man, also den Krieger kriegt man eigentlich immer dann, wenn man eine Radley Walter gemacht hat. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. Wir haben 6810 Schaden, 8 Kills, 1291 Basiserfahrung.
Auch Sanyu konnte 3390 Schaden, 4 Kills, 1059 Basiserfahrung machen. Er hat am Anfang relativ viel gefressen und hat mir die Möglichkeit gegeben, da Schaden auszuteilen. Also von daher muss man hier seine Leistung noch ein Stück höher heben als meine, weil er quasi die ganze Zeit vorne gekämpft hat und ich im Prinzip gerade am Anfang, bis ich dann nach vorne gefahren bin, relativ viel aus seiner Deckung heraus arbeiten konnte. Auch der TVP hat zwar hier nur 1877 Schaden gemacht, aber den Schaden, den er angebracht hat, der war sehr, sehr entscheidend auf die gegnerischen Mediums, auf unserer Position. Sonst hätten wir da wahrscheinlich blass ausgesehen. Der Centurion 7-1 hat es jetzt nicht so clever gespielt, hat auch nur 458 Schaden gemacht. Da war auf jeden Fall mehr drin, gerade mit so einem Hulldown-Monster auf einer Karte wie Steppen. Da kann man mehr leisten als nur 458 Schaden. Also irgendwie mussten wir zum Beispiel auch diesen Ausfall kompensieren. Die gegnerischen Mediums haben es uns zum Teil doch einigermaßen einfach gemacht, gerade der E50M und der E50, weil sie halt einfach zu selbstbewusst waren. Das ist halt auch das Problem, wenn man sieht, okay, wir sind in der drückenden Medium-Überzahl und man dann zu unentschlossen pusht, dann doch wieder sich zurückfallen lässt, wie der T62 Alpha etc. Und da dann nicht bereit ist, seine HP mit einzubringen, dann passiert das, was passiert ist. Dann können auch zwei Medium-Panzer 6 oder 7 auseinandernehmen, so wie das jetzt hier stattgefunden hat. Also wenn ihr in der Situation wie das Gegnerteam seid, ihr seid in der drückenden Medium-Überlegenheit, dann tut euch selber den Gefallen, drückt diese Mediums da unbedingt raus und sucht nicht diesen 1-zu-1-Trade-Shootout, sondern ihr müsst dann rumfahren und von allen Seiten so Spieler wie mich und Sanyu dann unter Beschuss nehmen, dann ist das eigentlich ein relativ schnell gewonnenes Match. Wenn ihr uns aber die Chance gebt, so zu kämpfen, wie wir da gekämpft haben, dann geht das Gefecht auch gerne mal verloren, weil die Fehler bestrafen wir sehr, sehr gerne. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 471 Unterstützungsschaden noch gemacht, 27 Schüsse abgegeben, davon 26 getroffen und 24 penetriert. Ich denke, das ist auch ein recht gutes Ergebnis. Minus knapp 10.000 Credits, weil wir die Verbrauchsgüter, Consumables auffüllen mussten und weil wir am Anfang dann gerade in so einer Unterlegenheitssituation, da lässt man es dann auch nicht drauf ankommen. Da ist man auch kein unfairer Spieler, wenn man dann auf Heat wechselt, wenn man dafür sorgen muss, dass auch wirklich jeder Schuss penetriert. Ich denke, das würde jeder, der einigermaßen den Anspruch hat, jedes Gefecht zu gewinnen, auch so machen. Wer nicht, hat selber Schuld. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen wieder was zeigen können, gerade so, was das Zusammenspiel im Zug angeht und wie man auch in Unterlegenheit gegen eine Übermacht der Mediums brillieren kann, gerade wenn die gegnerischen Mediums zu zögerlich sind, um dann die Fehler zu bestrafen. So kann man es machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Abonnenten, der zu meinem Kanal findet. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.